Ich denke, Sie werden es schier nicht glauben, aber FDP und Grüne streiten gerade. Wirklich. Diesmal darüber, wie genau man der abkackenden Wirtschaft helfen könnte. Aber, es gehört auch zur Wahrheit, diese Regierung kriegt nebenbei auch durchaus noch was gebacken. Letzte Woche haben sie zum Beispiel das europäische Lieferkettengesetz verhindert. Also, das wird zumindest vorerst nicht kommen, weil unserer FDP spontan eingefallen ist, dass sie es jetzt doch doof findet. Ja. Ja. Gut, zur Erklärung. Die Idee war, europäische Firmen ab 500 Mitarbeiter sollten sicherstellen, dass ihre Produkte ohne Kinderarbeit hergestellt werden und dass die Zulieferer zum Beispiel bestimmte Umweltstandards einhalten. Ansonsten drohen Klagen oder Bußgelder. Steht jetzt wieder total auf der Kippe in ganz Europa, dank FDP. Wie kam das so an in Brüssel? Das Verhalten der FDP verhindert Kompromisse. Du kannst hier stundenlang verhandeln in Brüssel, versuchst alle Seiten zu befriedigen und dann kommt die FDP und blockiert alles. Tja, Europa, willkommen in unserer Welt. Ja, FDP halt. Was sonst? Über 2 Jahre wurde dieser Gesetzentwurf in Europa ausgehandelt. Über 2 Jahre. Und die FDP saß die ganze Zeit mit am Tisch. Selbst wenn man die Kritik am neuen Gesetz teilt, zum Beispiel wegen Bürokratie, warum sagen die das nicht früher? Warum? Die Ampel, unsere Regierung, kann sich intern nicht einigen und sorgt so jetzt auch noch für Chaos in Europa. Man spricht in Brüssel schon vom German Vote. Das ist Englisch und heißt so viel wie scheiß deutsche Nervensägen. Gut, unser Lieferkettengesetz, das, was wir hier in Deutschland haben, gilt erst ab 1000 Beschäftigten, das europäische schon ab 500. Aber dafür hätte es zu gleichen Wettbewerbsbedingungen geführt auf dem Kontinent. Natürlich ist es, das gehört auch dazu, nicht leicht, so eine Lieferkette lückenlos zurückzuverfolgen. Nehmen wir mal die Heute-Show. Unsere billigen Gags kommen jeden Tag containerweise in Rotterdam an. Aber wo genau die geschrieben wurden, das weiß ich gar nicht. Und ob die wirklich ohne Tierquälerei entstehen, keine Ahnung. Ist mir ehrlich gesagt auch egal. Ja. Übrigens ist das Echo der deutschen Unternehmen auf das geplante europäische Gesetz geteilt. Einige große deutsche Industrieverbände haben Bedenken. Dafür sind aber zum Beispiel Bayer, Maas, Tchibo, Aldi Süd, aber auch, Achtung, Kick und Primark. Verstehen Sie? Kick, bekannt durch den Witz, deine Mutter klaut bei Kick, ist dafür, aber Justizminister Buschmann von der FDP ist dagegen. Ich bin für die Stärkung von Menschenrechten und ökologischen Standards, aber ich bin dagegen, dass wir unsere Unternehmen mit bürokratischen Lasten so an ihrer wirtschaftlichen Aktivität hindern, dass sie kaum mehr für anständige Menschen vernünftig durchführbar ist. Ja, also wenn anständige Menschen nur dann Gewinn machen, wenn ihr Geschäft Kinderarbeit oder Umweltsauereien beinhaltet, dann sind die vielleicht gar nicht anständig. Nur so als Gedanke, als Denkanstoß, ne? Gibt übrigens, falls Sie das interessiert, eine Online-Petition für das EU-Lieferkettengesetz. Können Sie gerne mal googeln. Und ich habe übrigens aktuell die Befürchtung, das mit dem Blockieren wird langsam chronisch bei der FDP. Ich sage nur Kappungsgrenze für Mieterhöhungen. Blockiert der Buschmann auch schon seit 2 Jahren. Was kann man gegen mehr Mieterschutz haben? Manchmal denke ich, die Liberalen wollen unsympathisch rüberkommen, oder? Kann man ja kaum noch toppen. Wobei, könnte man natürlich schon theoretisch, ne? Wenn jetzt Fotos auftauchen, wo zum Beispiel Wolfgang Kubicki sein Rotweinleergut einfach in den Weißglascontainer wirft. Oder wenn, weiß ich nicht, Volker Wissing fotografiert wird, wie er kleine Kinder vom Dreirad schubst. Ne? Eher unwahrscheinlich. Durchaus realistisch allerdings Bilder von Marie-Agnes Strack-Zimmermann beim wöchentlichen Schießtraining. Hypothetisch, ja. Gut, vielleicht muss man aber auch mal Verständnis haben. Ich sag mal so. Bei nur noch 4% in den Umfragen legen bei mir auch die Nerven blank, meine Damen und Herren. Die Frage ist nur, zieht die FDP aus diesen niederschmetternden Umfragewerten die richtigen Lehren? Aber die Strategie muss sein, Gutes für das Land zu bewirken. Aber Sie haben recht, die FDP leidet in besonderer Weise darunter, dass wir einer sehr unbeliebten Regierung angehören. Haut ihr so raus! Genau! Die anderen in der Ampel ziehen die beliebte FDP mit runter in den Gulli. Okay, ähnlich beschämend und bescheuert ist, wenn SPD und Grüne weiter Steuererhöhungen fordern, obwohl sie genau wissen, dass die in dieser Regierung nie kommen werden. Warum machen die das? Einigt euch endlich auf irgendeine Schnittmenge und vertretet die dann gemeinsam nach draußen. Wenn ihr so weitermacht, bleibt die Ampel eine Lachnummer.
Zum Beispiel diese Woche beim politischen Aschermittwoch. Haben Sie es gesehen? Ach, der schlimmste Tag des Jahres, politischer Aschermittwoch. Tiefpunkt waren natürlich die gewalttätigen Proteste von unter anderem Landwirten und Spediteuren gegen die Grünen in Biberach. Durch nichts zu rechtfertigen. Und anderswo war es ehrlich gesagt auch nicht wirklich lustig in den Bierzelten. In diesem Sinne, herzlich willkommen zu Titel, Thesen, Tuschgewitter mit Ulrich von Hesen. Guten Abend, liebe Kulturfreunde. Auch in diesem Jahr widmen wir uns wieder der kritischen Dekonstruktion des politischen Aschermittwochs. Jedes Mal verbunden mit der absurden Hoffnung, dieses Mal könne es anders werden. Selbstkritischer, feinsinniger. Oder dass vielleicht mal was Substanzielles enthüllt wird. Oh, falls Hilfe ist bald wieder. Und ich suche mir das Kostüm aus. Ich glaube, der Froschkönig wird es nicht werden. Aber habt ihr eine Idee, was ich machen könnte? Ist mir sowas von scheißegal. Du könntest mal zu Hause bleiben im Karneval. Gerade in diesem Jahr, wo die Bierzeltreden im Ton einen Hauch gemäßigter waren. Sogar die von Hubert Aiwanger. Was alle Erkenntnisse der Hirnforschung Lügen straft. Also, gar kein enthemmtes Grünenbashing? Natürlich nicht. Was unterscheidet meinen Hund Molly von Kevin Kühnert und Ricarda Lang? Mein Hund hat eine abgeschlossene Ausbildung, liebe Freundinnen und Freunde. Als Schutzhund, ja? Also, ich kenne den Witz anders. Was unterscheidet Söders Hund Molly von Kevin Kühnert? Kühner träumt nicht davon, eingeschläfert zu werden, damit er nicht mehr bei Söder wohnen muss. Klar, die Grünen sind Regierungspartei, da muss man auch einstecken. Hauptsache, die gute Laune bleibt. Hamas statt Hass! Prost! Um Himmels Willen, hat die gesagt, Hamas statt Hass? Ach, Hamas statt Hass. Gut, das kann man machen. Zur Erinnerung. Gedacht war die Fastnacht mal als Event, bei dem das Volk der Obrigkeit straffrei die Meinung sagt. Inzwischen hat die Politik leider die Bühnen gekapert und schickt untalentierte Nachwuchskomiker. Oder auch die Regierung, die hat ja jetzt ein Gesetz im letzten Herbst auf den Weg gebracht, dass jeder also einmal im Jahr seinen Geschlechtseintrag ändern darf. Seitdem gibt es ja eigentlich offiziell keine Männer und Frauen mehr. Es gibt nur noch Lebensabschnittsgeschlechter. Mario Barth. Wurde viel Unrecht getan. Vorschlag zur Güte. Wir ersetzen den politischen Aschermittwoch in seiner jetzigen Form einfach durch Zuhause-Saufen. Ohne Politiker, die das ganze Prinzip eh nie verstanden haben. Hier, Olaf Scholz erklärt gewohnt locker den Begriff Karneval. Ich glaube, dass es eine ganz tolle Volkstradition ist, die es in Deutschland gibt. Allerdings glaube ich, dass überall in Deutschland und auch hier in Berlin die Politik sich viel Mühe gibt, erheiternde Begebenheiten für den Austausch dann bei den Gelegenheiten zu ermöglichen. Karneval oder wie man bei Scholzen sagt, erheiternde Begebenheiten für den Austausch bei den Gelegenheiten. Nur Olaf Scholz schafft es, der fröhlichsten Woche des Jahres noch den letzten Funken Lebensfreude zu nehmen. Dabei hat er doch Humor. Hier, Schlagzeile aus dieser Woche. Scholz hält SPD-Sieg bei nächster Bundestagswahl für möglich. Tut mir leid, den kann ich nicht mehr toppen. Guten Abend. Mhm. Naja, genau. Ja. Ja, die Zuschauer haben mittlerweile fast alle versteckten Symbole hier bei uns im neuen Studio gefunden. Illuminati, Freimaurer, Staatsfunk ist alles dabei. Wann wollen wir denn die eigentlichen Strippenzieher bekannt geben? Was? Erst bei so vielen Abonnenten auf YouTube? Boah! Also ich würde mich ranhalten.